Die Tennisbase in Oberhaching wird aktuell um- und ausgebaut. Insgesamt für 13,5 Millionen Euro. Dann ist es der modernste Bundesstützpunkt in Deutschland. Und dort sollen dann natürlich neue Talente, aber auch etablierte Spieler Trainingsmöglichkeiten finden und möglichst natürlich dafür sorgen, dass Deutschland wieder im Tennis weiter nach vorn kommt. Der große Tenniszirkus macht einmal im Jahr Station in München, wenn die BMW Open ausgetragen werden. Dann sind auch die deutschen Stars wie die Nummer 1 Alexander Zverev, Rekordsieger Philipp Kohlschreiber, gestandene Profis wie Jan-Lennard Struff und neue Hoffnungsträger wie Jannik Hanfmann und Maximilian Marterer zu sehen. Für den Bundestrainer der Herren und Davis Cup Teamchef Michael Kohlmann die perfekte Gelegenheit, seine Spieler in Aktion zu studieren. Der Um- und Ausbau in Oberhaching läuft auf Hochtouren. Mit schwerem Gerät auf dem Außengelände und in den alten und neuen Gebäuden der Tennisbase mit Fingerspitzengefühl. Für die Trainer und Spieler wird die Anlage auf den neuesten Stand gebracht. Neue Bedingungen schaffen für Höchstleistung. Ja, also ich glaube, dass wir jetzt mit den Sachen, die wir hier haben, da gibt es keine Ausreden mehr für uns Spieler. Neben einer weiteren modernen Zweifeld-Tennishalle, einer Kleinsporthalle, neuem Verwaltungsgebäude, einem Athletik- und Fitnessbereich entstehen auch neue Wohnapartments für Profi-Tennisspieler. Die Kosten liegen bei 13,5 Millionen Euro. Wir gehen davon aus, dass das die Endsumme ist, also dass keine Kostensteigerungen mehr kommen. Es ist so, dass Bund und Land momentan mit 2 Millionen gefördert haben, dass der BTV einen Eigenanteil von 1 Million letztendlich macht und dass wir einen Nachtrag gestellt haben, um letztendlich weitere Förderungen zu erhalten. Die Tennisbase ist Landesleistungszentrum des Bayerischen Tennisverbandes. Neben Hannover ist Oberhaching der zweite Herren-Bundesstützpunkt. Natürlich wollen wir erfolgreich sein als Bayerischer Tennisverband und auch als Bundesstützpunkt, damit die Profis letztendlich auch wieder weiterkommen und einen Top-50-Platz, so haben es wir uns jetzt einmal ausgedacht. Fast 20.000 Quadratmeter groß ist die Anlage nun. 22 Nachwuchsspieler und 14 Profis können hier dauerhaft betreut werden. Und ich glaube, dass das vielleicht den Druck von außen ein bisschen wächst, weil wir hier einfach jetzt auch was geschaffen haben, wo neue Spieler zu uns kommen, neue Top-Spieler zu uns kommen. Im Juni 2020 soll der Ausbau abgeschlossen sein. Ab dann ist Oberhaching der modernste Bundesstützpunkt in Deutschland. Hier sollen neben den neuen auch die etablierten Athleten eine Heimat finden und unter der Aufsicht von Michael Kohlmann regelmäßig trainieren. Und er ist zu Gast bei uns in der Sendung, der Bundestrainer Herren und Davis Cup Teamchef Michael Kohlmann. Servus. Ja, servus. Bevor wir zum Umbau kommen, bevor wir zur Situation der Herren kommen, wie sie sich international schlagen und welche Aussichten fürs nächste Jahr bestehen. Ganz am Anfang der Saison haben wir es gesehen, E-Sport jetzt beim FC Bayern, nach der Spielvereinigung Unterhaching, der zweite Münchner Profiklub, der da mitmischt. Die 60er haben mittlerweile sowas auch schon in die Wege geleitet. Ist das beim Tennis auch mal denkbar, so beim DTB, dass Sie sagen, jetzt gründen wir mal eine Profi-E-Sport-Abteilung? Also man sollte wahrscheinlich niemals nie sagen, ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Wir haben beim BMW Open gibt es ein E-Sports-Turnier auch, gleichzeitig zum normalen Turnier auch. Aber von meiner Seite aus kann ich mir das jetzt nicht richtig vorstellen und dass man das dann auch noch fördert oder in gewisser Weise dann auch noch pusht so ein bisschen, ist jetzt für mich nicht vorstellbar. Wärst du da auch der ideale Bundestrainer für das Spielen an Konsolen? Also Bundestrainer wäre ich ganz weit weg von entfernt. Also man müsste mir erklären, welche Knöpfe ich drücken müsste und wie ich das Ding bewegen muss. Also da so ein Zocker bin ich jetzt eigentlich nicht, ist jetzt nicht so meine Generation wahrscheinlich, 45 bin ich. Also insofern war das nie so in meinem Bereich und war ich auch nie so richtig aktiv drin. Wie würdest du die aktuelle Generation der Spieler 2019 umschreiben mit der Nummer 1, Alexander Zverev, der ein schwieriges Jahr hatte, an den aber auch riesen Erwartungen geknüpft werden und natürlich auch andere Spieler, die schon länger Zeit dabei sind, Philipp Kohlschreiber zum Beispiel, aber auch die jüngeren Leute mit Jannik Hanfmann, Maxi Marterer, der jetzt wieder auf dem Weg ist. Ja, ich glaube, dass wir eigentlich relativ breit aufgestellt sind. Es gab mit Sicherheit schon mal Jahre, wo wir mehr unter den Top 100 hatten in der Weltrangliste. Aber ich glaube, dass wir mit Sascha Zverev jetzt jemanden haben, der sich konstant für das ATP Masters qualifiziert, also ein Top-10-Spieler. Mit Philipp Kohlschreiber, der über Jahre in den Top 30 war, jetzt ein bisschen abgerutscht ist, durch Verletzungen, durch viele Verletzungen auch daran gehindert wurde, seine Leistung zu bringen. Ich fand, dass er jetzt gerade beim Davis Cup Finale auch extrem gute Leistungen wieder gebracht hat und ich bin auch sicher, dass er sich da wieder
unter die Top 50 auf jeden Fall spielen wird. Dann haben wir mit Jan-Lennart Struff jemanden, der sich stetig entwickelt hat, der jetzt bei 33, glaube ich, angekommen ist. Und jeder hat das Gefühl, okay, da ist aber noch was drin. Insofern, glaube ich, sind wir in der Spitze ganz gut. Dann ist so ein kleines, sage ich jetzt mal, nicht kein Loch, aber wir sind dann so von 70 bis 200 sind wir extrem gut vertreten. Und die Jungs müssen halt irgendwo jetzt zusehen, diesen nächsten Schritt zu machen. Diesen nächsten Schritt, das, was der Präsident, der Herr Schmidbauer, auch gefordert hat, einen Top-50-Spieler zu entwickeln. Ist das eine Forderung, die er auch in den Raum gestellt hat? Oder ich habe mir so eher rausgehört, es wäre schon sein Traum, sein Wunsch, dass sich das so entwickelt, eben auch mit dieser Tennis Base. Ja, ja, keine Forderung in dem Sinn, aber schon irgendwo ein Ziel, was man sich auch stecken muss. Ich glaube, dass man ja irgendwo immer Zahlen auch in den Mund nimmt und dann auch irgendwo sich aber dann doch orientieren muss. Und ich glaube, ein Top-50-Spieler ist irgendwo so eine Zahl, wo man sagen kann, okay, das ist auch durch harte Arbeit durchaus denkbar. Und wenn man jetzt so ein Zentrum hat und die Möglichkeiten, die wir haben, plus auch man sehen muss, dass Tennis halt in Deutschland immer noch eine sehr populäre Sportart ist und wir auch sehr, sehr viele Jugendliche haben in der Förderung. Ich glaube, da gibt es andere Sportarten, die da weitaus weniger haben. Dann ist das ein Ziel, was man sich schon auch als Trainer stecken sollte. Aber habt ihr da gerade an der Tennisbase in Oberhaching jetzt im Augenblick 2, 3 Kandidaten, wo du sagst, in absehbarer Zeit, die könnten so hingeschmiedet werden durch die Arbeit dort, dass die eben in diese Top 50 einrücken? Ja, also ich glaube schon, dass man das natürlich schwierig sagen kann, wenn sie 12, 13, 14 sind, es ist halt schon noch ein extrem langer Weg. Da jetzt irgendwelche Namen in den Mund zu nehmen, glaube ich, würde den Jungen nicht gerecht und würde man auch den Druck absolut erhöhen. Ich bin schon sicher, dass wir durchaus Spieler haben, die das Potenzial haben. Ob sie das dann so abrufen und auch verletzungsfrei durch die Jahre kommen, stetig arbeiten, das ist dann halt immer so ein bisschen Glück auch dabei natürlich. Aber da bin ich fest von überzeugt, dass wir da auf jeden Fall Spieler haben, die das schaffen können. Die Situation könnte sich aber auch so entwickeln, dass Topspieler wie eben Alex Zverev sagen, ich konzentriere mich wirklich auf meine eigene Karriere, werde für den Davis Cup nur ganz selten zur Verfügung stehen, der ohnehin jetzt in einem neuen Format gespielt wird. Also als einer Turnier, sozusagen einmal Turnier, zack, 16 Mannschaften, glaube ich, beieinander. Bist du dann glücklich mit so einer Entwicklung, dass du sagst, okay, dann wird er für den Termin vielleicht können? Oder ist es eher die Wahrscheinlichkeit, dass er dann lieber zu gut bezahlten Showturnieren wie jetzt ja nach Südamerika dann aufbricht? Ja, das war dieses Jahr mit Sicherheit so, dass er das ja schon im letzten Jahr, als wir verloren haben in Spanien und als so absehbar war, dass der Davis Cup sich verändert, dass das Format geändert wird, hat er es damals schon angekündigt, dass er aufgrund dieser Formatänderung nicht teilnehmen wird. Er hat es dann Anfang des Jahres, als wir unseren es gibt dann noch so eine Qualifying Round zu dem Finalturnier hin. Hat er ja auch nochmal in Deutschland gespielt, gegen Ungarn in Frankfurt. Da hat er es dann nochmal wiederholt, dass er da auf gar keinen Fall spielt. Dass er jetzt da diese Showturniere gespielt hat, hat sich, glaube ich, erst im Laufe des Jahres entwickelt. Sein Management ist ja geändert worden, das Roger Federer Management. Und die haben da mit Sicherheit auch ihren Teil dazu beigetragen. Aber insofern hat er immer mit offenen Karten gespielt. Und es war immer klar, dass er an dem Finalturnier dieses Jahr nicht teilnimmt. Wir haben durchaus berechtigte Hoffnung, dass er nächstes Jahr seine Meinung in einer gewissen Art und Weise ändert und dass er vielleicht doch dabei ist, was natürlich unsere Chancen auch bei dem Finalturnier um ein Vielfaches erhöhen würde, da erfolgreich zu spielen. Ich meine, wir waren dieses Jahr schon unter den letzten 8 und ich glaube, dass wir mit Sascha Zverev mit Sicherheit zu den ambitionierten Ländern zählen, die irgendwo eine Chance haben, diesen Titel zu gewinnen, wobei man, wenn man jetzt dieses Format und diese Änderung auch in Betracht zieht, sagen muss, dass die Länder enger aneinander gerückt sind. Aber weil vielleicht auch bei dem einen oder anderen Land eben die Topspieler nicht dabei waren. Federer hat auch nicht für die Schweiz gespielt. Nur Nadal ist eingerückt für die Spanier, voller Stolz, weil es ja auch im eigenen Land ausgetragen wurde und hat es dann auch gewonnen. Das könnte ja aber in den nächsten Jahren, wenn es so beibehalten wird, passieren, dass immer die Topspieler sagen, also Ende des Jahres ist uns zu viel und wir haben andere Termine, die für uns als Einzelspieler, als Unternehmer, die sie ja sind, lukrativer sind. Könnte durchaus sein, muss man auch ein bisschen relativieren. Die Schweiz war gar nicht qualifiziert. Also selbst ja, im Vorfeld aber auch, da hat er nicht gespielt für die Schweiz. Das stimmt, aber sie waren auch gar nicht in dieser Qualifying Round. Also sie sind sogar abgestiegen. Die Schweiz ist sogar in der Weltgruppe 2. Also insofern ist es für die schwierig. Djokovic war vor Ort, Nadal war vor Ort. Also es waren schon ein paar Topspieler. Die Österreicher haben sie nicht qualifiziert. Team hatte da auch mitgespielt. Ich glaube, dass sich das
schon relativieren wird. Es werden viele Spieler spielen. Ich glaube, das erste Turnier war jetzt so ein Zeichen an die Spieler auch. Die da waren, werden mit Sicherheit positiv darüber berichten. Natürlich ist der Termin immer wieder diskutabel. Das ist ein ganz schlechter Termin am Ende des Jahres nach einer langen Saison. Ich glaube, dass man da was ändern müsste. Wenn man einen besseren Termin da hinkriegen würde, bin ich mir ziemlich sicher, dass sehr, sehr viel mehr Top-Spieler und alle Spieler sehr, sehr positiv darüber berichten würden. Nun wird die Tennis Base im Augenblick umgebaut für 13,5 Millionen. Und es soll dann natürlich so sein, dass ja die Spieler, die vor Ort sind, sowohl im Internat, im Jugendinternat, als dass auch feste Profiquartiere da sind. Janik Hanfmann ist schon eingezogen, hat schon ein Apartment, wie er sagt, gleich ordentlich verwohnt, also mit den Klamotten gleich breit gestreut. Ist denn da absehbar, dass da wirklich dann auch vielleicht andere Spieler, die weit erfahrener sind, immer wieder kommen werden? Ist es angedacht, dass dann eben auch für dich dort eben Möglichkeit besteht, Trainingslager durchzuführen, also diese sogenannten Kaderlehrgänge? Absolut. Also wir haben ja jetzt gerade die Vorbereitung schon für dieses neue Jahr. Ich meine, das alte ist gerade zu Ende und jetzt fängt das neue schon wieder an. Und wir haben aktuell Philipp Kohlschreiber da, wir haben Rudi Mollecker da, wir haben Marvin Möller, Kevin Kravitz ist aktuell da. Also jetzt läuft es so ein bisschen an. Wir haben da in diesem Jahr auch viele Erfahrungen sammeln müssen, wie wir die Spieler vielleicht auch immer wieder einbinden können. Und wir haben immer wieder Trainingswochen veranstaltet, um denen das näher zu bringen, um die Veränderungen auch zu zeigen, was für Möglichkeiten wir haben. Und es läuft ganz gut an. Wie gesagt, diese Vorbereitung ist jetzt sehr, sehr gut besucht und wir hoffen natürlich, dass wir damit noch mehr ansprechen, noch mehr Spieler aus dem Norden immer wieder einladen können und dass man sich zu Trainingsgruppen oder auch zu Vorbereitungslagern trifft und dann auch davon profitiert. Weil München oder genauer gesagt Oberhaching durch diese Modernisierung jetzt ja der beste Stützpunkt ist von den Möglichkeiten, die da sind, also wirklich der qualitative Bundesstützpunkt, der dann sowas wie das Zentrum der Tenniswelt in Deutschland werden soll? Das ist natürlich ein ambitioniertes Ziel, aber also vom Zentrum jetzt alleine gesprochen, ist es mit Sicherheit das Beste, was wir haben in Deutschland. Und insofern, die Spieler hören das ja dann auch, wollen es dann auch mal erleben, wollen sehen, was für Möglichkeiten dann da wirklich sind. Und da bin ich fest von überzeugt, dass sich da dann auch dann dieser Stützpunkt durchsetzen wird. Michael, danke, dass du da warst. Danke, dass ein erfolgreiches Jahr 2020 und natürlich noch ein schönes Weihnachten und einen guten Rutsch da rein. Vielen Dank.